Zugeschaltet zum Thema ist Heiko Teggarz, der ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt, Herr Teggarz. Jetzt sagen ja die einen, notwendige Transparenz in jedem Fall. Andere sehen darin aber eine Unterstützung der Diskriminierung und eine Verallgemeinerung, der da Vorschub geleistet würde. Wie stehen Sie dazu? Nein, das ist natürlich völliger Blödsinn, hier von einer Stigmatisierung zu sprechen. Wir reden hier von absoluter Transparenz im Verfahren, also genau die Transparenz, die von der Polizei bei übrigens jeder polizeilichen Maßnahme verlangt wird, notfalls sogar mit Bodycam und Tonaufnahmen begleitet. Das ist nichts anderes, als jetzt auch die Nationalität der Straftäter zu nennen. Und die Fakten liegen auf der Hand. Die Matz hat es gezeigt. Also 15% der Bevölkerung in Deutschland sind nicht deutsch, begehen aber fast die Hälfte aller Straftaten. Und das lässt sich auch nicht mehr wegdiskutieren. Und deshalb kann ich das, was dort in Nordrhein-Westfalen jetzt durch Herbert Reul umgesetzt wird, nur unterstützen und begrüßen. Das schafft Transparenz insgesamt und beugt auch, ich sag jetzt mal, so einer schwelenden Ungewissheit vor. Aber Herr Teggarz, wir haben ja jetzt gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Wenn wir nämlich nur nach Großbritannien schauen, da haben wir den Fall, da war es ein Tatverdächtiger, der hat einen britischen Pass. Wir haben aber trotzdem in den sozialen Netzwerken die Spekulation gehabt, die Eltern des Tattäters dort sind aus Ruanda. Das heißt, was löst denn überhaupt diese Thematik, die Nationalität zu nennen? Da kann ich doch aber Spekulationen trotzdem nicht vorbeugen. Na, ich glaube, in Großbritannien kam es ja erst zu dieser Eskalation, weil dort die Polizei und auch die Medien eine gewisse Zeit lang die Herkunft des Täters eben nicht transparent gemacht werden. Das bietet immer dann so einen Zeitstrahl, wo Spekulationen vorherrschen. Und dann kommt es dann möglicherweise dort auch zur Eskalation. Also wenn man gleich mit offenen Karten spielt und die Nationalität von Straftätern gleich klar benennt, dann ist eben kein Platz mehr für diese Spekulationen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das dann vermutlich da auch nicht zu solchen Ausschreitungen gekommen wäre. Aber Herr Teggarz, trotzdem mal mit Blick auf Deutschland noch mal mit der Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts, wo es ja für bestimmte Personengruppen auch schneller sein soll, einen deutschen Pass zu kriegen. Wird nicht dann diese Transparenz auch in dem Moment verwischt, wo möglicherweise kriminelle Straftäter mit einem deutschen Pass unterwegs sind, die Herkunft aber eine ganz, ganz andere ist? Es ist ja nicht stringent. Nein, das ist richtig. Die Nationalität eines Straftäters ist ja die Nationalität, die in dem jeweiligen Reisepass drin steht. Und wenn dann ein deutscher Straftäter zwar mit ausländischer Herkunft in Deutschland Straftaten begeht, dann wird die Polizei mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch einen deutschen Straftäter benennen. Das ist nun mal so. Das lässt sich auch nicht ändern. Und auf Migrationshintergründe sollte man auch nicht eingehen. Nichtsdestotrotz ist der Zustand, den wir derzeit haben, aus meiner Überzeugung nach eben nicht der richtige. Man macht immer eine Mördergrube aus der Nationalität und das halte ich für nicht gut. Insofern begrüße ich auch den Vorstoß der FDP auf Bundesebene. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob sich die FDP in der Ampelkoalition neben den Grünen insbesondere, aber auch neben unserer Bundesinnenministerin durchsetzen kann mit der Thematik. Fakt ist, dass der Bund eben kein Gesetz oder keine Verordnung erlassen kann, die Ländern vorschreibt, wie sie mit dieser Thematik umgehen. Da muss man sich dran gewöhnen in einer Demokratie und im Föderalismus erst recht. Und insofern, ich kann es nur begrüßen, was die FDP da macht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die FDP sich in der Ampel diesbezüglich durchsetzen kann. Naja, CDU, CSU sind auch dafür und es ist ja am Ende, wie Sie auch sagen, Ländersache. Herr Teggarz, lassen Sie uns noch mal auf ein anderes Thema schauen, nämlich die Diskussion um Grenzkontrollen. Die begleitet uns eigentlich seit Monaten, kocht jetzt gerade wieder hoch, denn wir haben ja noch Kontrollen zu Frankreich, auch wegen der laufenden Olympischen Spiele. Nun sagt allerdings Alexander Thrum, auch von der CDU, der innenpolitische Sprecher dort im Bundestag, der sagt, naja, letztendlich faktisch hätte man die anderen Grenzkontrollen schon wieder längst abgeschafft und man fordert nun auch Bundeskanzler Scholz auf, die Innenministerin anzuweisen, dass nun noch mal zu verlängern wegen der Sicherheitslage. Wie sind wir denn momentan unterwegs? Sie sind ja auch Sprecher der Bundespolizeigewerkschaft. Also derzeit führt die Bundespolizei die stationären Grenzkontrollen wie gehabt an der Grenze zu Österreich, zu Tschechien, zu Polen, zur Schweiz und bis September noch zu Frankreich durch.
Die Grenzkontrollen nach Dänemark, nach Benelux sind aufgehoben nach der Europameisterschaft. Ich war sehr überrascht über die Entscheidung, diese Grenzkontrollen aufzuheben, weil die Fakten und die Zahlen, die dort präsentiert worden sind, schon sehr beeindruckend sind. Also mal abgesehen von der hohen Anzahl der Feststellung unerlaubter Einreisen und der hohen Anzahl der vollstreckten Haftbefehle, ist die Zahl der zurückgewiesenen Menschen an der Grenze, also die sogenannten Abweisungen von Menschen, die eben keine Erlaubnis haben, nach Deutschland zu kommen, noch viel, viel, viel höher. Und ein Drittel dieser Zahlen sind eben an der sogenannten Westgrenze gezählt worden. Und da sage ich ganz klar, habe ich überhaupt gar kein Verständnis, diese Grenzkontrollen jetzt wieder aufzuheben. Im Gegenteil, hier ist Kanzler Scholz gefordert, eine Lösung zu finden, die zum einen die Sicherheit der Menschen in Deutschland garantiert und zum anderen der Bundespolizei auch in der Alltagsaufgabe die Möglichkeit und die Befugnis einräumt, an der Grenze als Grenzbehörde tätig zu werden. Wie auch immer, ob in Form von stationären Kontrollen oder im Rahmen der Schleierfahndung, das ist völlig egal. Wichtig ist mir, dass die Bundespolizei diese Befugnis endlich bekommt, denn die hat sie derzeit nur, wenn in Brüssel Grenzkontrollen angemeldet sind. Heiko Teggerz, Dankeschön für das Gespräch. Sehr gerne.